Jo Leute, was geht? Checkpoint Xander hier. Wir zocken heute eine Runde Moonscars und das ist ein komplett neues 2D-Action-Adventure im Souls-like-Genre sozusagen. Und das kommt aber erst raus, wahrscheinlich erst Ende des Jahres 2022. Packt es euch auf jeden Fall gerne schon mal auf die Wunschliste, wenn es euch gefällt. Und ja, das starten wir jetzt einfach mal durch, schauen uns das mal an, wie das so aussieht und gucken da einfach mal. Aktuell gibt es leider noch keine Controller-Unterstützung, deswegen muss ich das hier mit der Tastatur zocken. Ich hoffe mal, dass es nicht zu sehr rappelt im Mikro. Und das starten wir jetzt einfach mal. Neuen Weg beginnen. Sieht ziemlich geil aus, finde ich. Ziemlich so düster, auch erinnert mich so ein bisschen an Blasphemeus. Und da gucken wir uns das mal an. Irma die Graue sind wir. Scheinbar wurden wir von diesem Gott erschaffen. Ich verhungere. Wir brauchen jetzt irgendwie Blut wahrscheinlich. So wie ich das mitbekommen habe. Ja, das sieht ja schon mal ganz gut aus. Ordentlicher Fetzen ist hier. Ich finde, der Grafikstil hat eigentlich schon mal ziemlich geil, muss ich sagen. Sturmangriff. Okay. F kann man sich heilen. Okay. Wie gesagt, Leute, das kommt erst noch raus. Ist hier so ein bisschen Exclusive Gameplay. Und das kann man bisher noch gar nicht richtig zocken eigentlich. Bin ich auch dankbar, dass ich es mal testen darf. Man sieht nämlich ziemlich geil aus. So, Hexerei lernen. Okay, das machen wir mal hier. Zack. Hexerei gelernt. Auch ganz geil. Sie kommt, wie ich dir gesagt habe, Kätzchen. Nicht doch, du Dummerchen. Wir werden wieder beste Freunde sein. Sie muss nur weitermachen. Okay. Diese Tür lässt sich nur von der anderen Seite öffnen. Na dann, gehen wir mal hier runter. Da kann man nämlich jetzt hier durch. Aha, Hexerei gemacht. Ja, das zieht dann immer ab von dem unten dem Balken. Wie so ein Ausdauerbalken ist das. Wie so ein Mana-Balken eher. Ausdauer gibt es hier anscheinend noch gar nicht. So, oben rechts haben wir unsere Seelen. 170 aktuell. Nicht mal wieder heilen. Ja, ist so ein bisschen wie bei Dolmen, wer das kennt, dass man sich heilen kann mit seiner Mana. Und man kann aber auch die Mana benutzen, um Zauber zu sprechen, natürlich. Fand ich bei Dolmen eigentlich ein ganz cooles System, wobei Dolmen jetzt nicht unbedingt mein Game war. Muss ich sagen, das haben sie ein bisschen verkackt.
Aber ist schön dynamisch, schön schnell eigentlich, das Game, muss ich sagen. Fand ich ganz geil jetzt bisher. So, Shadow drücken. Was haben wir hier? Gefundener Gegenstand. Stößt Feinde beim Sturmangriff weiter. Edelstein. Okay, den muss ich auch irgendwie wahrscheinlich ausrüsten. Hm? Besitz anzuzeigen. Mit I. Oder was? Ah, okay. I. So, Charakter. Rüste hier Hexerei und Amulette aus. Hört sich schon mal ganz gut an. Spezialangriff gibt es da noch. Amulette habe ich gar keine. Doch, Amulettstein. Stößt Feinde bei einem Sturmangriff weiter weg. Okay, das ist doch schon mal ganz gut. Hexerei. Karte haben wir auch. Nice. Ich liebe so eine Karte. Das finde ich richtig geil immer. Ist noch nicht so ganz detailliert. Da arbeiten sie vielleicht noch ein bisschen dran. Aber Karte finde ich immer richtig wichtig. Um einfach auch alle Secrets zu finden. So. Controller-Steuerung müssten sie natürlich noch einfügen. Ah, Wandsprung kann man auch schon. Boah. Jetzt kann ich dir da bestimmt in die Zacken hauen. Das will ich jetzt mal machen. Bam. Puh, da haben sie auf jeden Fall nicht gespart beim Blut. Was ich ja ganz gut finde. So, mal kurz heilen. Diese Dinge, ich erinnere mich an sie. Erinnerung, Lehmwesen. Gefundener Gegenstand, okay. Muss mal gucken, was kann das? Kann ich gar nicht benutzen, glaube ich. Ne, das ist irgendeine Erinnerung. 640 Seelen. Bosheit. Wenn du Feindes tötest, steigt Irmas Bosheit und sie erhält verschiedene Boni. Sobald du die nächste Stufe erreicht hast, öffne den Boni-Menü. Achtung, wenn sie stirbt, verliert Irma alle Boss. Einheitsboni. Bosheitsboni. So heißt es. So. Okay, wo kann ich das upgraden? Ist die Frage. Equip, unequip. Anscheinend habe ich noch keinen Boni. Ah, okay. Hier ist jetzt ein Aufzug. Das war knapp. Kleine Abkürzung freigeschaltet. Ist natürlich so typisch Souls-like. Finde ich hier ganz geil. Oha. 100 Knochenstaub gesammelt. Ja, man müsste noch so ein bisschen hoch und runter gucken können. Das wäre natürlich richtig nice noch. Bonusstufe erreicht. Ah, jetzt habe ich Level Up anscheinend. Ah, zweite Atem, Sofortheilung. Dauer des Anstiegeffekts, kritische Trefferchance. Sofortheilung. Kritische Trefferchance. Nehmen wir doch mal, oder? Puh, komme ich da rüber? Ich glaub's nicht, Leute. Ich glaub's nicht. Naja, da wäre ich nicht rübergekommen. Ah, das war der kritische mit 10 Schaden hier gerade. So, das geht kaputt. Einige Feinde sind deutlich stärker als andere, fügen auch mehr Schaden zu. Aus diesem Grund ist es schwerer, hungrige Lehmwesen zu erschlagen. Okay, da wird hier wahrscheinlich gleich eins kommen. Boah, das sieht schon übel aus. Kampfsystem ist eigentlich auch ziemlich geil, würde ich sagen. Man bestimmt noch andere Schwerter und so. Eine Erinnerung an das Sekret, das Irma einst verloren hatte, eingebettet in eine merkwürdigen Art von Materie. Könnte für jemand von Interesse sein. Okay, so questmäßig. Ist halt sehr dunkel, das Game. Aber das macht ja nichts. So, jetzt muss ich erstmal wieder gucken. Ne? Ist echt nicht so ganz so geil, mit der Tastatur zu steuern. Muss man sagen. Bam. Huhu. Schön alle in die Zacken gehauen. So, Chance auf Rückgewinnung der Zauberkosten. Sofortteilung kann ich jetzt wieder machen. Oder Präzision. Oh, Sofortteilung. Zweiter Atem.
Aktive Bosheitsboni steht auch hier links. Das ist schon mal ganz gut. Spezialangriff haben wir noch keinen. Und dann ziehen wir direkt mal weiter. Knochenstaub. Ja, man muss das hier so ein bisschen, echt ein bisschen aufpassen. Mit der Steuerung. Dass man nicht irgendwie reinslidet. Das war schon knapp. Staub. Ich grade das zwar ab, aber ich verstehe noch nicht genau, wie ich den Knochenstaub dann da wegbekomme. Bin ich ehrlich. So. Gehen wir nochmal hier rüber. Ah, hier sind wir wieder am Anfang. Okay. Top. Naja, nichts vergessen. Mal auf die Karte schauen. Ah, sieht doch ganz gut aus. Also ganz. Hier ist wahrscheinlich noch irgendwie was. Mal gucken, dass hier vielleicht. Oh, guck mal hier, eine Katze. Hallo. Das kann man nur als Schreckliches bezeichnen. Dein Schatten hat seine Klauen tief in dein Fleisch geschlagen. Irma die Graue. Deine Sekretdrüse riecht zerbrochen und rissig. In diesem Zustand kommst du nicht weit. Ich kenne dich, Kater. Oh, Irma, die Graue, kennt mich. Sie muss bis tief in ihren Kern gespalten worden sein, Meister Zoran. Der Schöpfer, wo ist er? Wo ist meine Truppe? Diese nervöse Kätzchen, pfff. Ab hier bin ich raus, Zora. Stopp, sprich mit mir, Kater. Okay, das ist der Kater aus der Zwischensequenz, aus der ersten. Fortschritt gespeichert, Karte aktualisiert. Okay, wo bin ich denn jetzt hier? Ah, jetzt bin ich bei dem Zoran. Bist du das, Schöpfer? Was ist mit mir geschehen, Zoran? Ich habe doch einen Auftrag ausgeführt, oder? Ist etwas zwischen uns geschehen? Meine Eingeweide fühlen sich an, als hätte man sie in ein Mahlwerk gesteckt. Du miaust zu laut, Kätzchen. Das ist nicht Zoran. Es wird dir nicht antworten. Ah, eine gespaltene Hülle hat das gleiche grimmige Gesicht wie Zoran selbst. Du armes, armes Kätzchen. Vielleicht ist es ja noch nützlich, diese Hülle kann feine Lehmgefäße für dich formen. Dieser starken Körper werden dir helfen, den Klauen des Schmerzes zu entkommen, wenn auch nur für kurze Zeit. Du bekommst die Chance, deine Wunden zu heilen, graues Kätzchen. Nur, ich brauche es alles, solange es nur den Schmerz lindert. Okay. Das ist hier so eine Art Schrein wahrscheinlich irgendwie. Hier ist er. Der Kater hatte recht, ich habe viel Sekret verloren. Ich kann nicht mit voller Kraft kämpfen, wenn meine Drüse so zerbrochen ist. Ich muss eine Form gießen. Okay. Oh, Spezialwaffe entdeckt. Okay. Jetzt kann ich gucken. Harpune. Das sieht heftig aus. Hammer. Speer. Der Bonus verschwindet nach dem nächsten Tod. Okay. Ich glaube, ich nehme die Harpune. Sieht eigentlich wie am geilsten aus. Harpune 1 entdeckt. Der Schmerz. Endlich ist er fort. Doch jetzt fühle ich sich alles taub an, als wäre es nur ein Spiegelbild in meinem trüben Glas. Du bist doch auch taub. Du musst gar nicht mehr vollständig sein. Ein nettes Gefühl, gutes Gefühl, so von einem eigenen Körper getrennt zu sein. Jetzt bist du in Lehmform, Lehm schlägt Fleisch, ist also alles gut. Okay, aber zum schlechten Preis. Bist nur noch ein Schatten deiner selbst, eine Motte verlässt ihren leeren Kokon. Ein hungriges Ding, an diesen Ort gebunden, wie ich und meine Schwestern hier.
ein treffliches Gefäß für Dinge, die gerne entwischen. Und jetzt geh und finde die, die du für immer verloren hast. Ja, suche den Schöpfer, Lehmkopf. Lehmkopf nennt er mich einfach. Oha. Okay. Wie möchte ich... Ah, krass. Das ist die Spezialattacke. Mundfester Ort verdient ihr mal die graue Tiefe zu Unterschlupf. Schau ab und zu dort vorbei, um zu prüfen, ob du Besucher hast. Okay. Da oben ist noch eine Karte. Oh, Sora, deine rissige Hülle hat ihr ein Geschenk gegeben. Und der Tat, das erklärt, warum sie nur halb wütend ist. Die Herrin hat ihren kleinen grauen Kopf berührt. Hey, sprich mit mir, Kater. Pff, geh und sprich mit deinem Retter, Kätzchen. Er wird sich um Gesellschaft freuen. Okay. Kätzchen ist nicht so gesprächig. Ah, krass. Das bin ich jetzt vorher. Heftig. Schon irgendwie ein bisschen mystisch. Schlüssel benötigt. Krasse Sache. So, jetzt könnte ich hier, glaube ich, wieder zurück. Das machen wir jetzt auch mal. Der Spiegel ist auch immer voll. Immer noch nicht rausgefunden, wie ich die Asche einsetze. Ganz kurz checken. Ah, jetzt sind die Bosheitsboni wieder weg. Okay. Ah, ich kann hier in den dunklen Spiegel. Kann ich doch hier Zauberei lernen. Kann da auch hier drüben. Was ist das? Stachel. Ätzende Berührung. Ehemals Angriff werden kurzzeitig giftig. Ja, ich bin aber im dunklen Spiegel. So, dunkler Spiegel. Du kannst jeden Dunkelspiegel verstärken, indem du sich immer ausruhen zwischen Spiegel hin und her reisen und Hexerei lernen. Okay. Lehmritual. Erhöht die von besiegten Wesen erbeuteten Ressourcen. Reisen. Mondphase. Die grausame Herrin ist erfreut. Okay. Lehmritual kosten eine Drüse. Wie viele Drüsen habe ich denn? Sekretgewinn, Drüsenbeute. Okay, da habe ich noch gar nichts. Zurück. Kann ich jetzt hier was upgraden? Kannst nur Zorn beim Spiegel upgraden. Reisen, Ritual. Lernen, Hexerei lernen. So. Der geht nicht. Habe ich schon. Wahrscheinlich den hier erstmal machen. Stachel 1. Ah, jetzt hat sie Knochensplitter auch verbraucht. Okay, jetzt habe ich noch 400. Das ist also in Ordnung. Es ist nur die Frage, wie ich das hier noch ausrüste. So. Und wie ich die Zauber switche vor allem. Das ist der. Ah, und das ist der. Alles klar. Gut, dann gehen wir mal weiter. Was haben wir hier Schönes? Knochenstaub. Spezialangriff. Hohoho. Okay. Steuerung muss auf jeden Fall noch was machen. Oh nein! Krass. Stufe 15% Heilkosten, das wäre doch gut. Ja, es spielt sich aber schon sehr dynamisch, muss ich sagen. Was ich persönlich ziemlich cool finde. Auch wie er sich dann immer
an dem Rand festhält. Das haben sie gut gemacht. Dass er nicht immer sofort einfach runterfliegt. Oben ist wieder so ein Kater. Da will ich hin. Na, jetzt brauche ich erstmal Magie. Jetzt kriege ich das hier nicht kaputt, oder? Okay, ich kann so ein bisschen aufladen hier. Praktisch. Boah, da ist hochgewusst. Drüber gewusst. Gefundener Gegenstand, Knochenstein der Absolution. Das ist so wie Seelen. So wie die Seelen, die man anmachen kann quasi. Benutzen kann, um mehr Knochenstaub zu bekommen. Nice. So, da oben muss ich irgendwie hin. Da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. So, dreckig Viecher. Bam! Alle in die Starre geboxt. Soll ich erst nochmal hier runter? Ja, komm. Gibt's noch was? Und hier? Spezialanstieg. Jede Spezial verfügt über einzigartige Effekte, Gegner beeinträchtigt. Nutze ihn zu deinem Vorteil. Ja, super. Ah, voll Secret hier. Voll das Secret gefunden. So, Knochenstaub. Da unten ist schon wieder so eine Katze. Aber darunter kann ich nicht. Krass. Krass. Haben sie mir auch noch nicht verraten. Zweimal springen. Macht so ein. Zweimal springen und nach unten. Macht so einen Powerangriff. Finde ich geil. Wow. Bam! Boah, ich bin fast dead. Okay, das waren schon viele jetzt. Jetzt die Katze weg. Eine Drüse gesammelt. Mit der Drüse konnte ich da unten irgendwas upgraden. Das würde ich gleich mal machen. Verschwinden. Aber ich hole erstmal das hier. So, was geht hier oben noch? Kann man gar nicht hin. Okay, dann aktivieren wir mal hier den Aufzug. Dann sind wir wieder hier unten. Ah, da ist der Kater. Das ist meine Leiche. Das bedeutet, dein Schatten ist dir auf den Fersenkettchen. Die himmlische Herrin ist sicher sehr erfreut. Ich muss zur Burgspitze zurückkehren. Ich muss den Schöpfer sehen. Oh, sie war immer äußerst geschickt darin, deine Schöpfung niederzustrecken, Soran. Sei nachsichtig mit ihr, ja? Okay. Kätzchen ist weg. Hier unten auf dem Boden liegt meine Leiche. Das ist ein bisschen komisch. Maximale Sekret dauerhaft erhöht. Perfekt. Oh, da haben wir Special gemacht. Ja, da gehe ich jetzt nochmal hier runter. Ah, krass, so eine Lebensleiste. Guck mal an. Ist nochmal größer geworden. Kann jetzt hier schon mal 25 Sekret gewinnen. Das ist, glaube ich, ganz geil. Obwohl, Knochenstaubbeute ist noch geiler eigentlich. Erhalten. Kann ich bestimmt noch ein paar Zauber lernen. Ah, da unten steht immer, es kostet 1100. Okay. Erstmal das hier machen. Ätzende Berührung. Bosheit habe ich auch wieder bekommen. Chance auf Rückgewinnung, Sofortteilung. Kritische Trefferchance. Machen wir mal. Man darf halt nur nicht sterben. Logischerweise. Dann behält man nämlich die Sachen hier.
Jetzt wieder ein Secret gewesen. Geil. Feier ich ja richtig, so Secrets. Oh, das war heftig knapp. Okay. So, hier Lehmmuster. Im Lehmmuster schlummern Feinde, die jederzeit erwachen können. Verderbe Muster mit Sekret, um Lehmwesen zu erschaffen, die auf deiner Seite kämpfen. Interessant. Ah, krass. Die kämpfen jetzt für mich. Boah. Geil. Das ist ja schon mal ganz nice. So, Special. Boah. Großheitsstufe, Nachlass, Sexualkosten, Heilkraft 15%, halte ich für sinnvoll. Boah. Sack hat mich fast hier in die Stacheln gehauen. Da hätte ich irgendwie so Finisher, glaube ich, machen können. Hm. Jetzt wieder so ein Lehm-Typ. Das war stark. So, der Lehmkollege kämpft noch da unten. So, wieder so ein Spiegel. Das ist eigentlich gut. Aber immer wenn man zu dem Spiegel geht, die Kopie ist erwacht, das dunkle Sekret brodelt. Du hast deine Form abgeworfen, aber sie weigert sich zu verschwinden. Die Leere in dir wächst gut, als hätte dir jemand das Gesicht geraubt. Deine Kräfte. Los, finde es. Hol dir zurück, was dir allein gehört. Ja, töte es. Labe dich in seinem Spiegelbild, sonst labt es sich an dir, Irma. Haha. Nach einem Opfer verliert man Irma die Kraft, seinen Spezialangriff unabgelegte Form, verwandelt sich in eine boshafte Kopie. Kehre zum letzten Spiegel zurück, um dir deinen Spezialangriff zurückzuholen. Okay. Okay. Tauschen. Einige Wesen, deren Irma der Graue begegnet, tragen Waren zum Tauschen bei sich. Ja. Und wo sind die? Okay, hier ging jetzt also gar nichts eigentlich, hä? Ach, guck mal hier. Der Kater sagt, du seist nur eine Hülle. Ich weiß nicht mal, warum ich überhaupt mit dir rede. Tausche gegen den Ersten. Du hast 76 Klauenstaub, 1500. Aha. Verkaufen kann ich nichts, wie so ein Händler. Also. Was haben wir hier noch Schönes? Was mit dem marklosen Geschehen, Kater? Meinen Kameraden, Chokran, Wanda, Laios. Die Herrin hat sie mit ihren Klauen gepackt. Sie sind tot. Ja und nein. Ach Soran, warum stellt sie mir all diese Fragen? Du hast die makellosen Lehmwesen mehr geliebt als die Menschen. Doch deine Liebe hat sie verflucht. Sag mir, was geschehen ist. Ich muss es wissen. Weißt du, die Jäger sind zur Beute geworden. Für sie wart ihr nur eine Herde, die sie scheren konnten. Das solltest du besser wissen als jede andere Krauskätzchen. Jo. Graues Kätzchen, jetzt muss ich tatsächlich zu dem alten Spiegel zurück, um mir dann reisen. Formwerkstatt. Und da bin ich ja. So, Reisensiedlung.
Zum letzten Spiegel soll ich zurück, um mir deine Fähigkeiten wiederzuholen. Ich hab's noch nicht so ganz. Oberen Slums, gehen wir mal da wieder hin. Ah, okay. Krass. Es ist also wahr, mein Schatten hat sich gegen mich gewendet. Ich habe, was du hattest. Ich bin du. Nein, du bist nicht ich. Du bist nichts als ein verschlungener Lehmklumpen. Das ist eine Lüge und wir beide wissen es. Oh, na ja. Er hat jetzt mein Special, der sagt. Oh. Dreckiger. Kannst du das auch? Naja, das kannst du nicht, ne? Nein! Immer ist gestorben, sämtliche Knochenstaub verloren. Du kannst dir einen Sterbeort zurückholen. Ja, okay. Kacke. Krass. Okay. Die ist schon heftig. Klar, bin ich auch ich. Abzug, ey. Boah. Alter, ist die krass. Da ist die Mimik drin, den Scheißdreck dagegen, Leute. Ich sag's euch. Jetzt liegen meine Seelen auch noch da hinten. Okay, das habe ich schon mal. Nein, geh doch da hoch. Boah. So, jetzt mache ich Blatt. Bam. So, Kopie besiegt. Ah, warum schmerzt meine Drüse? Ich habe das Ding doch schon getötet. Du hast etwas Wichtiges verloren, Krauskätzchen. Weißt du nicht mehr, dein Sekret würde dünn und schwach verdorben, so wie meines. Jedes Mal, wenn du eine Form füllst, gießt du dich selbst in den Thron. Dein Sekret erfüllt die leeren Hüllen, so dass sie sich erhebt und von allen stehen kann, ein Gefäß mit einem eigenen Willen. Und so verlässt dein Sekret den Körper, so vermeidet es Stagnation. Und jetzt ruft es nach dir, aus der Haut, die du abwirfst und der Hülle, die du abwiesen hast. Wildes Sekret befiehlt dir, alles zu töten, was einst du warst. Mit jedem Schlag kehrt es zu dir zurück, Tropfen für Tropfen, verändert, wiederhergestellt, leuchtend. Unsinn, dieser Klumpen Hass kann doch nicht. Wenn wir etwas ablehnen, werden wir selbst unvollständig, daher hassen wir alle, was wir am meisten brauchen. Ich weiß nicht. So, das war's dann auch, Freunde. Wir haben das Gameplay einmal beendet. Mehr gibt's leider nicht aktuell. Moonscars. Checkt euch das hier auf jeden Fall mal ab. Ich find's persönlich schon mal ganz geil. Der erste Teaser hat mir schon echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Steuerung müsste natürlich noch ein bisschen arbeiten. Grafikstil finde ich aber eigentlich ziemlich cool. Bin mal gespannt, da sollen noch dicke Bosse kommen und so weiter. Ich packe euch auf jeden Fall jetzt auch nochmal den Trailer hinten dran. Und dann könnt ihr euch das einmal anschauen, wie das ungefähr werden wird. Packt das auf jeden Fall auf eure Wishlist, Leute. Richtig nicer Titel. Checkt es mal ab. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, Freunde. Viel Spaß auf jeden Fall noch bei dem Trailer. Hinterlasst gerne mal ein Däumchen hoch oder ein Abo. Würde mich riesig freuen. Und bis zum nächsten Mal. Adios und ciao, ciao.